Also, wir stellen uns einfach mal vor, der Elvis 1958 oder 59, da war der ja in Friedberg oder in Bad Nauheim. Ja. Und wir stellen uns auch mal vor, der hätte damals Dieter Adam getroffen von Adam und Immigis. Genau. Ja? Also, Herr Finger, Ja. Sie machen den Elvis, Okay, Moment. ich Ja. mache den Dieter. Ja, ist Ja? recht. Genau. Und alle Lieder von Elvis fangen ja so an, ne? Alle Lieder. Ja, alle nicht, aber das. Okay. Gut, ich fange mal Fangen wir wieder mal an, an. ne? Also, Ja. okay. Warst du, was ich gern wär, dein kleiner Teddybär, denn der darf abends mit ins Bett, den Kerl beneid ich sehr, ach, voll schwer. Kleiner Teddybär. Ja. Zwei Männer, zwei Instrumente, zwei hier. Das Ganze findet am 1. und 2. November im Posthofkeller zu Hattersheim statt. Und am 15. Dezember zum Frühstück im Schauspielhaus. Das kennt ihr ja alle. Wir freuen uns, dass ihr da kommt. Ja. Ich liebe Superskin und ich liebe Sauspezial. Aber eine Sache gibt's, die finde ich mega national. Es kam über die Jahre. Solange es um Fußball geht, hasse ich Holland wie die Pest. Nehmen wir einfach mal an, das Dummbabbel-Steuergesetz, kurz Dumbasch-TG, ist vor einigen Jahren verabschiedet worden und ab 1.1.2019, nee, 2019, in Kraft gesetzt worden. 2019 ist besser. 2019. Ja. Kurz nach Verabschiedung des Dummbabbel-Steuergesetzes kam es aufgrund eines fraktionsübergreifenden Antrages von Betroffenen zu einer ersten Dummbabbel-Steuerreform, in der ein Dummbabbel-Steuerfreibetrag eingeführt wurde, und zwar rückwirkend. Das haben wir durchgesetzt. Das Ergebnis war die Dummbabbel-Steuerveranlagungsverordnung, kurz Dummbasche VerAnlV. Wer dich wüsste, du bist so. Ich würde den Turm von Pisa gerade rücken, unserem Papst eine Münze stecken. Wenn ich wüsste, du guckst zu, ich würde die eigene Nordfahrt tanzieren, wenn mein Konzert aufs Kalte will. Ja, ich wüsste, was ich tu. Wenn ich wüsste, du guckst zu. Genau. Ja. Also wir freuen uns aufs Kommen, kommt alle her. Ja, Posthofkeller, Schauspielhaus, okay? So. 1. und 2. November, 15.